ich freue mich, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen, das Publikum. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich möchte den Wilko kurz vorstellen, dass er danach seine Projekte vorstellen kann. Wilko hat von 2011 bis 2017 an der HAU in Düsseldorf studiert, an der Heinrich-Heine-Universität, vor allen Dingen bei der Uli Seekers, die ich sehr, sehr schätze, die ich schon 2004 kennengelernt habe. Da war sie noch zuständig für den Bundesverband Deutscher Galerien. Ich habe sie 2004 in Köln kennengelernt und sie hat ja einiges bewegt an der Uni in Düsseldorf, besonders für die Kunstwissenschaft. Und ich finde das sehr spannend, dass du bei ihr studiert hast. Du warst aber auch in Rom und hast 2013 an der Sapienza in Rom studiert, bist danach sogar noch nach Napoli gegangen, 2014, und hast dann noch weiter studiert in Leeds in England 2015. Alles sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr gut, dass man auch über Deutschland hinaus, über die Grenzen geht und dort weiter studiert. Du bist sehr, sehr aktiv, unter anderem als Kunstvermittler bist du tätig im Skulpturenpark in Waldfrieden in Wuppertal, aber auch am Museum Kunstpalast hier in Düsseldorf und im NRW-Kultursekretariat und im von der Heidt-Museum in Wuppertal. Seit 2014 kuratierst du zudem viele interessante Kunstprojekte, unter anderem zum Beispiel für das MM2 im Kunstverein in München-Gladbach bist du tätig und auch für den Krefelder Kunstverein machst du vernetzte Projekte und bringst die voran. Das finde ich sehr, sehr spannend. Kennengelernt habe ich dich, glaube ich, bei der Ausstellungstätigkeit für das Hotel Friends in Düsseldorf. Und man sollte auch noch dazu sagen, dass du 2018 die Schau Digital Gods im Rahmen des Festivals der Digitale in Düsseldorf kuratiert hast. Die wurde organisiert von Werner Pillich. Das ist ein Schüler von Nanjung Paik, einem der wichtigsten Professoren in Düsseldorf für die Videokunst. Und seitdem hast du auch recherchiert über den Einfluss der Digitalen und auf die Kunstproduktion. Seit 2020 kuratierst du in Köln im Quartier am Hafen einige Ausstellungen, von denen du uns hier einiges zeigen wirst. Und ja, ich kann nur sagen, wir freuen uns jetzt darauf, dass du uns deine Projekte vorstellst. Vielen Dank und wir sind gespannt. Liebe Gudrun, vielen Dank für die bewegte Bilder und Fotografie eingeladen hast. Also wie du ja schon gesagt hattest, arbeite ich eben als freier Kurator, unter anderem eben für den MM3 Kunstverein München-Gladbach, Krefeld. Und ganz wichtig ist, also ich stelle jetzt Ihnen gleich die Ausstellung vor, die ich letztes Jahr tatsächlich im Quartier am Hafen realisiert habe. Dazu gleich ein bisschen mehr, das Quartier am Hafen in Köln-Poll ist ein Atelierhaus, das privat finanziert wird und es ist ein wirklich sehr großes Atelierhaus direkt in der Nähe vom Rhein und dort in diesem Atelierhaus gibt es einen Ausstellungsraum, den Q18-Raum, der einmal im Jahr von einem Kurator bespielt wird. Das ist ein Kuratorenförderprogramm, was auch unterstützt wird von der Stadt Köln, vom Kulturamt dort. Und ich habe eben dieses Programm eben letztes Jahr im Jahr der Pandemie eben erhalten. Das war natürlich eine große Herausforderung, beziehungsweise hatte ich auch Glück, sage ich mal, denn ich habe ein Ausstellungsprogramm konzipiert, was sich eben sehr stark fokussiert hat auf die digitale Kunst. Und wie Sie ja alle sicherlich in den letzten Monaten mitbekommen haben und wie wir das ja gerade auch tun über Zoom, über digitale Techniken, ist es natürlich etwas, gerade die digitale Kunst ist etwas, die ja eben auch über ein Handy, über ein Screen, also auch wirklich auch von zu Hause
wahrgenommen werden kann. Und ich habe versucht, eben im Zuge der Pandemie, weil auch ich natürlich einige Ausstellungen, die geplant waren, nicht so öffnen durfte, wie ja, eigentlich angedacht, habe ich eben versucht, alternative Lösungen zu finden, die ich Ihnen gleich einmal genauer vorstellen möchte. Ich würde jetzt einmal eine Präsentation beginnen. So. So, können Sie das sehen alle? Ich glaube, genau. Denn ich werde Ihnen jetzt so ein bisschen etwas über eben dieses Projekt, was ich gemacht habe letztes Jahr in Köln, einmal Ihnen vorstellen, weil ich glaube, dass das gerade hier im Rahmen zu der Reihe Bewegte Bilder und Fotografie sehr gut passt und nochmal einen anderen Schwerpunkt bildet, weil ich da mich eben sehr stark tatsächlich fokussiert habe eben auf die digitale Kunst. Und hier habe ich Ihnen auch schon eben ein Bild mitgebracht. Also Sie sehen hier eben das Quartier am Hafen, das Atelierhaus, was das Atelierhaus ganz besonders auszeichnet und was für mich auch wirklich ja, besonders spannend war in dieser Zeit, ist, dass dort ganz unterschiedliche Menschen arbeiten. Also das heißt bildende Künstler, Videokunst, aber auch die darstellende Kunst. Es gibt viele Tänzer dort, Tänzerinnen. Es gibt dort auch verschiedenen, also ein Residenzprogramm, wo unterschiedliche Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ausland eingeladen werden. Und das war, ist natürlich spannend, wenn man dort arbeitet, dann eben dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, Künstlerinnen und Künstler vor Ort auch kennenzulernen. Und ich finde es gerade wichtig, wenn man an so einem Ort arbeitet, auch natürlich zu schauen, wer arbeitet dort eigentlich und wie kann man mit denen überhaupt ein Programm gestalten. Und habe in dem Jahr, ursprünglich waren geplant, vier Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen. Also ich habe diese Ausstellungsreihe Date Me Digital genannt, aus folgendem Grund. Einmal, Sie kennen das alle, heutzutage, wenn man jemanden kennenlernen möchte, benutzt man häufig sein Handy, ja, man tindert oder nutzt andere Apps. Wenn man kommuniziert, so wie wir das jetzt auch tun, tun wir das über digitale Medien. Das heißt, vieles verlagert sich zunehmend vom Analogen ins Digitale. Und ich fand das spannend, dies dementsprechend auch als Titel der Ausstellungsreihe zu verwenden, sodass man auch mich natürlich, aber auch die Kunst dementsprechend daten kann und treffen kann oder konnte zu den Ausstellungsprojekten. Und vielleicht noch ein kurzer Satz zu dem U18-Raum. Also es gibt in diesen, also um die circa 200 Künstlerinnen und Künstler arbeiten dort in Köln-Poll. Und es gibt eben diesen Q18-Raum, der immer eben unterschiedlich bespielt wird. Und das ist die gleiche Größe wie eben ein Atelier dort. Und genau, und jetzt starte ich einmal mit der ersten Ausstellung. Und Frau Dutun-Kemse hatte ja eben schon darauf hingewiesen, dass ich 2018 die Ausstellung Digital Gods im Rahmen der Digitalen und seitdem hat sich bei mir so ein sehr starkes Interesse ausgeprägt für digitale Kunst und auch vor allem, was ich sehr spannend finde, wie die digitale Kunst einen Einfluss hat auf die analoge Malerei und Bildhauerei. Und habe das auch unter anderem versucht, gerade in diesen Ausstellungen, also unterschiedlichen Medien, zu eben bestimmten Thematiken zusammenzubringen. Und Sie sehen jetzt hier ein Foto eben von diesem Q18-Ausstellungsraum in dieser ersten Ausstellung, die den Titel trug, eben Surveillance, also Überwachung, waren Werke zu sehen von der Künstlerin und Fotografin Alex Grein, dem Maler John Shelton und dem Bildhauer Björn Schülke. Und was sie eben alle verbindet, das sieht man eben auch hier, das sind ganz unterschiedliche Medien natürlich. John Shelton, der malt, sich trotzdem aber vom digitalen Bild beeinflussen lässt, werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Alex Grein, eine konzeptuelle Fotografin, die aber auch bildhauerisch arbeitet und Björn Schülke als Bildhauer, also das heißt ganz unterschiedliche Medien, was sie aber natürlich inhaltlich verknüpft,
ist, dass es alles Arbeiten sind, die sich auf das Thema Überwachung beziehen. Und ich möchte jetzt ein bisschen genauer hier auf das Werk einmal eingehen. Ich glaube, das kann ganz interessant auch für Sie sein, denn Sie sehen hier links unter anderem eine Arbeit von Alex Grein, die auf den ersten Blick ja erscheint wie eine Landschaft, ja, wie so eine Art Berg. Es gibt in dieser Serie auch Arbeiten, wo sie Landschaften von Caspar David Friedrich als Vorbild hatte, die sie dann aufgreift. Interessant ist aber hier, es lohnt sich der Blick genauer auf das Bild, denn wenn Sie genau hinschauen, das ist natürlich hier in der Präsentation vielleicht nicht so gut sichtbar, dann sehen Sie, das sind ja so wie so ein Camouflage-Muster, ja, wie so ein Flickenteppich, denn die Künstlerin hat über Google Maps hat sie also auf Satellitenaufnahmen zurückgegriffen, hat diese Satellitenaufnahmen zusammengepuzzelt zu einer neuen Landschaft. Und das ist natürlich etwas zu dem Thema Überwachung, dass man heutzutage natürlich die Welt, die Erde aus einer Vogelperspektive beobachten kann. Und das Spannende an dieser Serie finde ich vor allem, dass sie es schafft, hier zwei Blickperspektiven zu vereinen. Das bedeutet einmal die Vogelperspektive, und dann einmal natürlich die horizontale Sicht. Ja? Und sie eben aus verschiedenen Elementen von Landschaft eben eine ganz neue eigene Landschaft eben kreiert. Ja? Rechts Malereien von dem amerikanischen Künstler John Shelton, der in Köln lebt. Und es ist ein Künstler, der sich sehr auch mit politischen Themen auseinandersetzt. Er hat hier zurückgegriffen auf Bildmaterial von Drohnen. Drohnen, die eben zeigen, also man ist die Perspektive zu sehen ist vor einem Bombenabschuss und einmal danach, ist natürlich etwas, was aktuell jetzt sehr hochaktuell ist, wenn man sich den Israel-Palästina-Konflikt anschaut, denn was an dieser Arbeit natürlich ihm ganz wichtig ist, ist eben zu zeigen, diese, mit der heutigen Technologie, wie man, diese Distanz, die man hat und trotzdem natürlich man, viele Menschen trifft, also Städte zerstört und er dieses digitale Bildmaterial in die analoge Malerei übertragen hat. Und das natürlich in diesem Kontext Überwachung steht, denn die Drohnen, die fliegen, überwachen, beobachten und natürlich eben auch dann Bomben abwerfen. Und das stand dort in der Ausstellung ganz bewusst eben dann im Kontrast zu diesen kinetischen, bildhauerischen Arbeiten von dem Kölner Künstler Björn Schülke. Björn Schülke ist ein Bildhauer, der seit vielen Jahren eben interaktive Maschinen baut und integriert in seinen bildhauerischen Arbeiten eben häufig Kameras, die dann durchaus eben auch etwas Bedrohliches haben. Ich habe ihn jetzt einmal hier, Sie sehen ja rechts diese große Ansicht, links eben so ein kleines Close-up von der einen Arbeit. Sie sehen aber vor allem diese große schwarze Arbeit, die ja fast erscheint wie so eine Art Spinne. In Bewegung ist es so, dass also diese Arbeiten, die funktionieren über einen Bewegungsmelder. Also man nähert sich der Arbeit und plötzlich beginnt dann diese Arbeit sich zu bewegen. Das heißt, es entsteht dann automatisch ein Dialog vom Betrachter zu Plastik. Und gerade diese schwarze Arbeit hatte natürlich was sehr stark Bedrohliches, was natürlich dann ein ähnliches, also sich passend zusammenfügte, vor allem zu dem Werk von John Shelton, zu dem Thema eben dieser Überwachung und Drohnen. Denn im Endeffekt endet das ja auch fast schon an einer Drohne. Und links dieser Arbeit sieht man eben sehr schön, wie der Künstler unter anderem auch mit Spiegeln arbeitet. Also das ist eine Kamera, die einen selber, die filmt. Man taucht dann teilweise im Screen auf, man wird abstrahiert. Das ist etwas, was den Künstler Björn Schülke eben sehr stark eben auch fasziniert. Ich habe in den Ausstellungen immer an den Sonntagen verschiedene Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Videos zum Thema zu präsentieren. Und da möchte ich Ihnen jetzt gleich auch einmal kurz ein wenig etwas, also in ein Video schalten wir jetzt gleich einmal hinein, denn
Ich fand es da auch sehr wichtig, es mit den, ja, mit den lokalen Künstlerinnen und Künstlern auch zu arbeiten. Denn in Köln gibt es ja auch die Kunsthochschule für Medien, wo ja auch ein sehr starker Schwerpunkt auf Video liegt und digitale Kunst und Film. Und Sie sehen jetzt, also ich habe dann hier in diesem Kontext Künstler Julian Pallax und Julia Weißenberg eingeladen und wir schauen jetzt einmal, ich hoffe, das klappt, genau, kurz hier in dieses Video hinein. So, ich hoffe, Sie haben das gut sehen können. Als kleinen Eindruck einfach, also Julian Pallax ist ein österreichischer Künstler, der in Wien lebt und arbeitet. Und er hat diese Arbeit, wie der Titel das schon sagt, Surveillance Studies, er hat es hier in China aufgenommen. Und zwar hat er eine Kamera im Außenraum installiert. Also was ich natürlich da spannend fand, einmal in dieser Arbeit auch, also generell in dieser Ausstellung, was natürlich sichtbar wird, dieses Thema überhaupt der auch Überwachung im öffentlichen Raum, was ja im Ausland viel stärker ist als hier in Europa oder in Deutschland. Und gerade in China ist das eben etwas, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen schon mal in China war, dort ist wirklich an fast jeder Ecke, findet man Kameras. Also dort ist die eben diese Kameraüberwachung eben sehr präsent, auch im öffentlichen Raum. Und er hat dort eben eine Kamera installiert und hat dann die Bewegungen der Menschen, der Straße, also auch der Autos in ein abstraktes Muster übersetzt, was aber natürlich auch eine ganz besondere Ästhetik hat. Ja, also sich da eben eine sehr besondere ästhetische Zeichnung ergibt. Ihnen ist wichtig, da diese Arbeiten eben auch sehr großformatig auch zu präsentieren. Und ich hatte da damals letztes Jahr das Glück in Köln, da gab es parallel ein großes Zelt mit einer Leinwand, wo wir diese Arbeit dann auch dementsprechend gut projizieren konnten. Und es ist natürlich etwas, wo der Künstler eben, ja, eben mit Abstraktion spielt. Wir sehen ja eben wie so eine Art Zeichnung. Es ist ganz feine. Trotzdem konnte man aber in diesem Video, ist natürlich Sound spielt da eine Rolle, hat man trotzdem dieses Geräusch der Straße ja auch hören können. Ja, sodass wir natürlich als Besucher oder als eben Teilnehmer, Sie jetzt natürlich auch am Bildschirm, sich vorstellen konnten, ja, was können das vielleicht für Menschen sein oder wie bewegen die sich in dieser Stadt? Ja. Gerade wenn man diesen Geräusch hört, ist natürlich nochmal eine andere Wahrnehmungsebene in Bezug zu diesen Linien. Genau, so. Das war vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Es ist immer so gewesen, dass sonntags da ein Screening stattgefunden hat. Es war natürlich insofern auch ganz schön, dass dann immer wieder auch neue Besucherinnen und Besucher kamen und so entstand dann immer ein schöner Dialog dementsprechend auch zu den Arbeiten. Die zweite Ausstellung in dem Q18-Raum war unter diesem, ja, Rahmen Landscape Landschaft und dort habe ich Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die eine haben. Also ich versuche das häufig oder habe das versucht, gerade da in diesen vier Ausstellungen so eine Art Gesamtinstallation auch zu entwickeln. Denn ich finde es auch da spannend, auch Verknüpfungen zu schaffen, gerade zwischen dem animierten, digitalen und analogen. Und Sie sehen jetzt hier ja schon auch ähnlich wie bei der ersten Ausstellung verschiedene Medien. Ja? Also wir haben jetzt hier keine Malerei, sondern rechts an der Wand eine riesige Wandtapete. Diese Wandtapete, die ist digital animiert worden von dem britischen Künstler Samuel Capps. Da gehe ich gleich noch etwas genauer drauf ein. Und dann haben wir eben in dem Raum, also ich habe den Bildhauer Evangelos Papadopoulos eingeladen, dort diese
ja, diese kristalline Struktur zu kreieren an der Wand, an der Decke, denn auch die hat natürlich aus bestimmten Perspektiven durchaus auch etwas Landschaftliches und rahmt eben diese Screens auch ein, die dort im Raum hingen und auf denen Arbeiten zu sehen waren der Künstlerin Eva Papamagariti, Diane Edwards und Sebastian Teves, die eben alle auf eine unterschiedliche Art und Weise eben Landschaften aufgreifen, abstrahieren. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch einmal nochmal zeigen, hier etwas genauer. Denn auch hier fand ich das besonders interessant, diesen Dialog zwischen dem, dem bewegten Bild. Natürlich auch spannend zu eben dieser Reihe. Also das bewegte digitale Bild auf dem Screen. Also Sie sehen jetzt hier links eine Arbeit, also ein Screenshot von der schottischen Künstlerin Diane Edwards, das natürlich sofort eine Verbindung sucht zu dem Wandbild im Hintergrund. Ja, und so entstanden je nach Perspektive immer wieder ganz neue Verbindungen und man konnte eben ganz divers in dieses in eine Landschaft, in so eine Art digitale Landschaft, aber auch in etwas sehr Dystopisches eben auch eintauchen und auch in den Werken von Eva Papagariti. Sie ist sehr stark daran interessiert, eben Form von Natur auch abstrakt aufzulösen und die dann wiederum formal korrespondieren eben sehr schön mit den Werken von Evangelos Papadopoulos. Und ich möchte ganz kurz einfach noch hier zu diesen Arbeiten etwas erzählen. In Diane Edwards ist eine schottische Künstlerin, die sich in ihren Arbeiten sich sehr intensiv mit Umweltthematiken auseinandersetzt, wie der Mensch mit eben der Natur umgeht. Und sie hat diese Arbeit jetzt dann eben ganz neu für diese Ausstellung entwickelt. Und was sie gerne macht, und ich finde, es machen eben, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber ich finde, sehr viele junge britische Künstler oder die in London studiert haben, kombinieren sehr gerne Text mit Bild und Sound und wo natürlich dann gleichzeitig so etwas Poetisches noch hinzukommt. Sie hat eben sehr aufwendig diese Landschaft animiert, was eben sehr stark, Sie sehen ja rechts in diesem Bild, das ist diesen quasi wie so ein Ortus Conclusus, der geschlossene Garten, in dem eben dieses Grüne dort wächst und das Drumherum ist alles verdorrt und das Video bewegte sich eben auf verschiedenen Ebenen, wo unterschiedliche Szenarien von Natur und Umwelt zu sehen waren. Samuel Capps, auch ein britischer Künstler, der eben für die Ausstellung dieses große Wandbild entwickelt hat, wo er sich so eine Art auf so einem postapokalyptische, also für ihn ist eine postapokalyptische Landschaft, wo er eben sich sehr intensiv mit dem auch Stromverbrauch auseinandersetzt, den wir ja haben durch das Internet, aber auch durch eben große Daten. Das ist ja auch etwas, was aktuell hochaktuell ist, mit NFTs unter anderem, natürlich das auch nicht unbedingt alles so umweltfreundlich ist und er sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, aber auch, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen und er das eben diese dystopische Landschaft kreiert hat, wo eben mit diesen Aufklebern es sehr deutlich wurde, eben diese Kritik mit dem Umgang. Und es ist ein Künstler, der sehr häufig einmal bewegtes Bild verknüpft auch mit Virtual Reality Arbeiten, also in einigen seiner Werke, unten links das Bild, was Sie dort sehen können, es ist ein Teil von einer Videoarbeit, die ich auch im Screening gezeigt habe. Das ist ein Teil seiner Abschlussarbeit gewesen am Royal College of Art in London, wo er eben dieses Fragment, was Sie dort sehen können, von diesen wie so Steinen, aber die auch wie so Fühler erinnern, das hat er im analogen Raum gebaut und in der Mitte hing dann eine VR-Brille, mit der man dann in diese digitale animierte Welt eintauchen konnte. Und es ist eben häufig so, dass er eben Landschaften aufgreift und man dann eben als Betrachter darin interagieren kann, aber er seit letztem Jahr sich eben auch verstärkt auf Wandbilder, also eben großformatige Wandbilder schafft, was natürlich insofern ganz spannend ist, dass er die eben digital animiert und die natürlich wie eine Malerei erscheinen.
Dann hier Werke der griechischen Künstlerin Eva Papamargaryti, die unter anderem in London studiert hat, in Athen und London lebt und sie eben auch, ähnlich wie Diane Edwards, häufig eben auch Textfragmente aufgreift. Und ich habe hier bei ihr, ich dachte, vielleicht kommt das gleich noch, Video kommt vielleicht gleich noch, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das damit eingefügt habe. Sie ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die eben sehr gerne mit Irritationen einmal spielt. Das sind die plötzlich auftauchen, die eben durch Landschaften gehen, dann aber plötzlich sich auflösen in abstrakte Welten, sie dann aber ganz konkret eben mit den Textfragmenten den Betrachter auch immer anspricht. Und auch hier bei ihr in den digitalen Arbeiten häufig eben der Sound eine ganz wichtige Rolle spielt, den sie, und das unterscheidet sie auch von Samuel Capson, da etwas eben selber auch konzipiert, also um eine gewisse Stimmung auch zu erzeugen. Dann sehen Sie hier eine Arbeit von dem Kölner Künstler Sebastian Teves. Diese Arbeit links ist letztes Jahr eben erstmalig da in Köln gezeigt worden, wo er mit bestimmten Algorithmen diese ja, organischen Formen kreiert hat, die ja durchaus an so Wurzelgeflechte oder abstrakte Landschaften erinnern können. Die haben sich ganz langsam bewegt und er hat da eben ganz bewusst eben mit diesem Verlauf auch gespielt, wie sich eben diese Farben ineinander ja auch vermischen und verweben. Und rechts sehen Sie ein Fragment von einem Video, was im Kontext dann als Screening gezeigt wurde, wo es sehr um auch ja, darum ging, wie in der Werbung unter anderem Landschaften ja, aufgegriffen werden, um bestimmte Emotionen auch zu erzeugen und dementsprechend auch Produkte zu vermarkten und die dann wiederum im Kontrast dazu stehen. Und das ist eben etwas, was in dieser Arbeit er aufgegriffen hat. Dann sehen Sie hier ein Werk, und das finde ich insofern bei ihm sehr, sehr speziell. Es ist ein niederländischer Künstler, Jan-Robert Legte, ich weiß gar nicht, ob ich ihn so richtig ausspreche, ich kann kein Niederländisch. Was ihn auszeichnet, ist, dass er sehr gerne verschiedene Projektionen kombiniert. Ja, Sie sehen unten links eben die Ausstellungsansicht, wo Sie zwei Perspektiven einer Landschaft sehen können. Einmal das, was auf dem Screen zu sehen ist, ist ja auch rechts zu sehen, also unter Wasseransicht. Und dann das kombiniert mit einer aus einer Vogelperspektive. Und Sie sehen natürlich auch hier ein dystopisches Szenario, also ein riesiges Hochwasser. Auch er hat eben diese Natur animiert, also am Computer generiert und entwickelt. Und das ist natürlich auch sehr aufwendig, da diese Bewegungen auch zu erzeugen. Und er ist ein digitaler Künstler, der eben sehr bildhauerisch auch arbeitet und wirklich sehr daran interessiert ist, diese verschiedenen Bildebenen miteinander zu verknüpfen, was dann immer ganz, ganz, ja, ganz besondere Stimmung auch im Raum dementsprechend auch erzeugt. Und ach genau, hier sehen Sie jetzt ein Fragment von einem Video. So, als kleinen Eindruck, was bei Eva Margariti eben sehr, oder was ihre Videoarbeiten auszeichnet, ist eben, also wenn man sich sie anschaut, sie laufen immer im Loop. Und das ist natürlich, also man ist als Betrachter auch
durchaus überfordert. Ja? Denn man hat Sound, man hat bewegte Bilder, dann hat man den Text. Man kann fast, also das fällt einem ja sehr schwer, vielleicht ging es Ihnen jetzt gerade genauso, alles gleichzeitig sofort eben aufzunehmen. Und das ist eben etwas, was Sie bewusst macht, weil dieses Gefühl auch dieser Nervosität und Unruhe Sie eben damit auch erzeugen möchte. Und was auch bei ihr sehr interessant ist, finde ich, wie sie analoge Bilder mit digital animierten auch verknüpft. Ja, was nicht sofort sichtbar wird. Vielleicht konnten Sie das zwischendurch sehen, Ihre Finger, Ihre Hände, die dann auftauchten, dann haben die sich verwandelt wiederum in etwas Animierten. Und sie eben sehr gerne eben zwischen diesen Welten spielt, zwischen analog und digital. Und sie eben auch häufig, ja nicht, also sie macht Videos, aber auch gleichzeitig kreiert sie oder verwandelt sie diese animierten Bilder auch wiederum im Druck oder in Textilien, wo sie die wiederum dann teilweise auch bemalt, also da ganz unterschiedliche Ebenen auch entstehen. Genau, dann zu dem dritten Teil der Ausstellungsreihe. Hier habe ich Titel dieser Reihe, dieser Ausstellung war Story, also weil alle Künstlerinnen und Künstler eine eigene Geschichte oder eine biografische Geschichte in ihren Arbeiten dort ja, vermittelten. Und hier in dieser Ausstellung war vor allem dieser Bezug auch zum Körper wichtig, denn es gab einmal auch eine Virtual Reality Arbeit, Sie sehen hier dort diese VR- oder VR-Brillen, Johanna Reich und eine Kölner Künstlerin und Lucia Alavano, eine griechische Athener-Künstlerin, die eben beide sehr viel, nicht sehr viel, aber häufig eben VR-Arbeiten kreieren. Und diese Arbeit, die, also wenn man diese Brille aufnahm, dann war man plötzlich am Rhein, also gar nicht so weit weg vom Atelierhaus. Und sie hat dort gezeigt, wie, also es ist eine Kamera, die in so einem Ball war, die sie durch am Rhein auf die Wiese herumwirft und man plötzlich quasi herumgewirbelt wurde und es da natürlich auch um verschiedene Wahrnehmungsebenen, Perspektiven ging. Und hier ist auch eine Arbeit ganz neu entstanden, und zwar sehen Sie links diese drei Screens auf diesem Teppich. Dort hat der Kölner Medienkünstler Dominik Geis in Kooperation mit dem brasilianischen Tänzer Gustavo Gomes eine Arbeit entwickelt. Und zwar, Sie sehen das links ja einmal, hat er eine Videoarbeit kreiert, wo er sich thematisch damit auseinandersetzt, wie der Körper innerhalb der Kunstgeschichte aufgegriffen worden ist und sich eben ja, bis ins Digitale, also in dieser Arbeit tauchte der erste digitale Avatar auf zum Beispiel. Und es entstand ein Spiel zwischen antiken Körpern und dem digitalen Körper, denn was vereint diese Körper? Das ist ja häufig eben das idealisierte Bild von einem Menschen. Und das tauchte dann eben hier in dieser Ausstellung oder spielte wiederum mit dem Körper eben des Tänzers, der eben dann mit dem Avatar auch in Dialog trat, aber gleichzeitig auch mit dem Handy. Also auf dem Handy lief dann auch eine ähnliche Videoarbeit. Und im Dialog dazu war ein Werk zu sehen von der griechischen Künstlerin Lucia Alavano, die hat eben eine VR-Arbeit gezeigt. Und eben, das ist ein Screenshot aus einer anderen Arbeit, die Lucia Alavano arbeitet sehr häufig mit Found Footage. Found Footage bedeutet ja, dass sie alte Filmfragmente eben kollagiert zu einer neuen Videoarbeit. Und es war auch eine Arbeit, die eben, finde ich, sehr, sehr gut im Zuge der Pandemie, denn es ging dort sehr stark um Berührungen und Nähe. Und es waren alles Bilder aus Filmsequenzen aus verschiedenen Disney-Filmen, die sie dort zusammengeschnitten hat, mit einem ganz besonderen Sound. Dann sehen Sie hier Ansichten einer Ausstellung, die hätte ursprünglich im April stattfinden sollen. Es ging natürlich nicht im Zuge der Pandemie, hat dann im Januar stattgefunden und leider konnte das kaum einer sehen. Zum digitalen Programm komme ich gleich noch etwas ausführlicher.
In dieser Ausstellung Virtual Body habe ich eben die Künstlerinnen und Künstler Olga Fedorova, Robert Olavui und Pascal Sender eingeladen, die alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben den Körper thematisieren. Und Robert Olavui, ein Künstler, der hier in Düsseldorf lebt und arbeitet, der sehr stark daran interessiert ist, verschiedene analoge Bilder auch und digitale Bilder miteinander zu verweben, zu Bildebenen, die man kaum, also die eine sehr starke Irritation erschaffen. Sie sehen dort im Hintergrund diesen Screen, wo eben eine Arbeit zu sehen war, wo er aus verschiedenen Perspektiven Menschen gefilmt hat, die kaum sichtbar waren. Das macht er immer sehr gerne. Und dann sehen Sie hier in der Mitte ein Werk von dem Künstler Pascal Sender, der mit einer VR-Brille dieses Werk kreiert hat. Also er hat eben mit so einem Stick quasi diesen Kopf digital gemalt und hat den dann via 3D-Druck produzieren lassen. Aber er hat es natürlich trotzdem per Hand eben kreiert. Und man sieht natürlich dort diese wie so Fäden, die dann diese Maske, diesen Kopf bilden. Und das, was sehr spannend ist, gerade diese Arbeit, eben auch natürlich diese Referenz zu Antike, zu so Maskenbildern, aber diese Oberfläche, die natürlich etwas ganz Neues ist, dadurch, dass sie einmal von diesem digitalen Programm erstellt wurde und zusätzlich eben aus dem 3D-Drucker stammt, hat diese Oberfläche eben was sehr Irritierendes und Flirrendes. Und der Künstler Pascal Sender spielt eben sehr gerne immer mit ganz unterschiedlichen Ebenen des Digitalen. Da komme ich gleich noch etwas stärker drauf zu, denn dort oben ist auch eine Arbeit von ihm, wo er mit seinem Handy, also das Handy spielt in seinen künstlerischen Arbeiten eine sehr wichtige Rolle. Er hat dort in der Londoner U-Bahn Menschen fotografiert und hat die dann wiederum durch ein digitales Programm abstrahiert. Sie sehen ja diese, wie sie plötzlich unscharf werden, etwas Malerisches entsteht. Und das sind Bilder, wo natürlich, das sind Alltagsszenen, sie aber durch diese Verfremdung natürlich in eine andere Ebene bringt und wir plötzlich hier von der Komposition allein an etwas denken, zum Beispiel das letzte Abendmahl, ja, es wirkt wie so ein Tisch plötzlich, die Menschen, die daran sitzen und der Künstler sehr gerne eben diese, also das mit dem Handy ja entstanden, dann am Handy und Computer digital bearbeitet. Dieses Werk wird dann dementsprechend produziert und dann im letzten Schritt mag er das gerne, die Oberfläche nochmal zu bearbeiten. Das heißt, er kratzt die Oberfläche weg oder geht nochmal mit Farbe rüber, also analoger Farbe, sodass da tatsächlich eben ein sehr starkes Spiel entsteht zwischen eben analoger Malerei und digitaler Bildästhetik. Und ist natürlich nochmal eine andere Art und Weise, mit dem digitalen Körper dementsprechend auch zu kreieren, weil der stammt natürlich so aus der Realität. Und das war dort in dieser Ausstellung sehr interessant, gerade in Bezug zu der Künstlerin Olga Fedorova, ist eine russische Künstlerin, die in Brüssel lebt und arbeitet und die eben mit einem digitalen Programm eben Körper kreiert, die ganz unterschiedliche Dinge tun, die häufig auch sehr stark irritieren, aber auch an Computerspiele durchaus auch erinnern, aber sie sich dann gerade von der Komposition und von der Narration sich dementsprechend eben auch abgrenzt davon. Und genau, und jetzt möchte ich etwas ausführlicher vor allem zu diesem virtuellen Teil kommen, denn im Zuge der Pandemie konnte man natürlich, also war es ja nicht möglich, einige Ausstellungen zu öffnen, und ich habe dann einen Künstler beauftragt, den Raum tatsächlich in Köln, also im Q18-Raum, das können Sie ja eben sehr schön sehen, hier, das ist ja der analoge Raum, und dieser Raum wurde dann in einem im digitalen Programm konstruiert als Datei. Und diese Datei habe ich dann verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern geschickt, die dann in diesem virtuellen Raum, also für diesen virtuellen Raum, neue Arbeiten entwickelt haben. Und ich fand das insofern, und ich finde es nach wie vor sehr, sehr spannend, denn meine Motivation bei diesem Projekt und bei dieser Ausstellung war vor allem dort, Künstlerinnen und Künstler zu motivieren, etwas zu schaffen, was sie so im Analogen nie so planen könnten.
oder nie so realisieren könnten. Und so etwas Digitales natürlich auch in so einem Prozess auch helfen kann oder zeigen kann, vielleicht was ganz Neues zu entwickeln, also neue Bildsprachen, neue Formen, vielleicht mit anderen Partnern ist es vielleicht möglich, das dann doch wiederum zu realisieren. Und ich fand das Projekt sehr spannend und ich hoffe, dass das auch in Zukunft auch weitergeführt werden kann. Und Sie sehen ja hier diese Rohversion. Und der erste Künstler, der dort gearbeitet hat, es ist wahrscheinlich hier etwas abstrakt, jetzt auf diesem Bild zu sehen, aber es waren dann mehrere Bildebenen. Er hat in diesem Raum so ein großes Spiegelkabinett eingerichtet, also wo es dann sehr um die Wahrnehmung geht, aber auch wie so ein Raum wiederum im Raum auch gespiegelt werden kann. Hier, ich hoffe, Sie können meine Maus sehen, hier ist diese eine Wand zum Fenster hin, wo man dann den Raum etwas stärker fassen kann, also hier dieser Bereich. Dann hat die eben Künstlerin Fedorova, die haben Sie ja eben auch schon sehen können, hier diese Arbeit entwickeln, ist natürlich etwas, also diese Arbeit ist im April, Ende April 2020 entstanden, also genau da, wo eben, ja, sage ich, nenne mal die frühe Hochphase der Pandemie war und sie eben diesen Ausstellungsraum, eben dieses Polizeiauto transformiert hat mit den Drohnen, diesen Leuchtschriftzug Stay at Home. Und das natürlich dort erscheint, als wenn das Auto so durch den ganzen Raum gefahren wäre, aber nicht wirklich rauskommt. Natürlich auch mit diesem Gefühl spät ist eingesperrt sein, aber auch dann hier so eine Art intime Atmosphäre, aber auch humorvolle Atmosphäre dann entsteht. Sie hat mehrere Bilder eben dort entwickelt, also hat dann mit diesem Material gearbeitet und das eben digital herausgearbeitet. Hier zeige ich Ihnen jetzt einmal eine Arbeit oder ein Kurzvideo von einer Arbeit, denn Pascal Sender, auch den Künstler haben Sie ja eben schon in einer Ausstellung sehen können, ist eben ein Künstler, der sehr unterschiedlich arbeitet und sehr viel auch eigene Filter kreiert. Vielleicht kennen Sie das von Instagram. Instagram hat ja verschiedene Filter, das heißt, wenn man sich selber filmt mit dem Handy, hat man plötzlich, gibt es Filter, die man, dann hat man Hasenohren oder hat eine lange Nase, ja, oder und er hat eben etwas, ist übrigens auch etwas, was ich sehr spannend finde, gerade den Aspekt der digitalen Vermittlung, die ich natürlich sehr stark betreibe über Instagram und Facebook, und ich zeige Ihnen jetzt einmal das Video, denn mit dieser App konnte und diesem Filter konnte man durch den virtuellen Q18-Raum eben auch gehen. Also diese Person dort rechts ist eben virtuell gerade in dem Raum. Genau, das war jetzt nur ein paar Sekunden, denn dieser Filter ist leider gerade nicht mehr aktuell verfügbar. Aber es war eben tatsächlich so, dass man eben nahm das Handy raus und war dann so wie diese Person. Also der Künstler hat jetzt diese Person gefilmt mit dem Filter, aber sonst ist man eben selber aus dieser Perspektive dann in dem Q18 virtuellen Raum. Und Sie sehen natürlich auch dort sehr schön, dass es dieses Bild, was dort eingefügt wurde, es hatte dann ja tatsächlich dann in der analoge Ausstellung dann auch dort präsentiert. Und so konnte man eben so digital durch diesen Raum partizipativ eben auch dann wandern. Dann sehen Sie hier eine Arbeit von dem Leipziger Künstler Martin Wühler. Martin Wühler beschäftigt sich schon seit in Leipzig studiert und beschäftigt sich eben sehr intensiv einmal mit der Kunstgeschichte und hat dort so ein dystopisches Szenario geschaffen, wo er einige Monumente von historischen Friedhöfen genommen hat, die abstrahiert hat zu einer eben dieser Installation in dem Q18-Raum, wo es ihm sehr stark um Vergänglichkeit geht. Auch da ein sehr starker Bezug zu eben der Situation der Pandemie. Und hier sehen Sie die andere Ebene jetzt. Klicke ich auch einmal auf das Video. Das ist so eine Art als Teaser-Video zu verstehen, wo Sie aber auch sehen können, dass der Künstler, also das sind das Bilder, also das sind natürlich wie so Screenshots, die er dann also kreiert hat, aber man konnte eben auch durch diesen Raum dementsprechend auch wie so filmisch gehen. Auch hier zeige ich einmal ein Kurzvideo.
Genau, das ist natürlich etwas farblich reduziert, aber um natürlich so ein bisschen als Teaser für die Werbung für dieses Projekt dementsprechend gewesen. Trotzdem denke ich, ist der Eindruck natürlich da mit dem Raum und den Figuren. Und dann zum Schluss dieses Werk der Künstlerin Veronika Simmering, eine junge Künstlerin, die gerade noch in Münster an der Akademie studiert und sehr viel auch interaktiv arbeitet. Und sie hat so eine Art digitales, partizipatives Spiel entwickelt, wo man mit dem Avatar durch den Raum gehen kann und man teilweise sich selbst auch beobachten kann. Auch hier kann ich Ihnen allen auch empfehlen, mal auf die Homepage der Künstlerin, also mit Veronika Siebering, googeln, können Sie das selber auch am Computer ausprobieren. Man kann eben dort durch die, also Sie sehen das jetzt hier, das, durch verschiedene Ebenen des Raumes gehen, wo man dann einmal mit diesem Avatar, also im Dialog treten kann, selber eben ja dupliziert wird. Also die Kamera am Computer, man wird ja gefilmt und dementsprechend wird das eigene Bild in dem projiziert. Das heißt, man ist dann selber Teil der Ausstellung, dann teilweise seriell an der Wand, teilweise dann als Avatar, wo es ganz verschiedene Wahrnehmungsebenen sind im Raum. Jetzt zeige ich Ihnen einmal davon einen Ausschnitt. Genau, hier sieht man eben, wie man dann so einmal durch den Raum gehen kann. Genau, und so konnte man eben in ganz unterschiedliche Ebenen eben in diesen Raum und eben eintauchen und gleichzeitig aber auch sich eben mit diesem digitalen Körper wiederum auch auseinandersetzen, wo man eben selber konfrontiert wurde vom eigenen Bild und eben diesem Avatar im Raum. Genau, und genau, jetzt habe ich Ihnen die also ganz ja, knapp, aber ich denke so vom Zeitrahmen vielleicht sogar ein bisschen zu lang gemacht, die Künstlerinnen und Künstler vorgestellt. Und mich würde vor allem interessieren, also Frage an Sie, weil es natürlich auch ein Arbeitsprozess gewesen, der im Zuge der Pandemie entstanden ist und gerade in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr sind ja verstärkt auch virtuelle Ausstellungen konzipiert worden. Und auch viele Künstlerinnen und Künstler haben verstärkt versucht, eben auch ihre analoge Kunst ins Digitale zu bringen. Und da würde mich da persönlich einmal interessieren, aber stoppe mich sonst gerne gut rum, wenn das jetzt zu weit führt, würde mich interessieren, ob Sie, ja, wie Sie überhaupt die Kunst und wie Sie Ausstellungen während des Lockdowns, während der Pandemie wahrgenommen haben, ob Sie das, wie das für Sie ist, so digitale Kunst zu betrachten und ob Sie auch denken, dass es durchaus auch ja, zu einem neuen kreativen Potenzial führen kann, auch anders ja, die Kunst weiterzuentwickeln. Und ja, bedanke mich schon mal an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt, mit Ihnen ja, ins Gespräch zu kommen.